Heute möchte ich Ihnen das Schloss von Govone vorstellen, UNESCO-Weltkulturerbe und eines der königlichen Schlösser im Bereich von Turin. Es gibt kaum Möbel in diesem Schloss und trotzdem ist der Besuch sehr, sehr lohnend. Warum? Schon in der Römerzeit war das Schloss ein wichtiger Wach- oder Signalturm für die wichtigen Stationen zwischen Alba und Asti. Im Mittelalter zur Burg umgebaut, wurde es in der Barockzeit in eine Residenz umgebaut mit einem prachtvollen Park und Garten im italienischen Stil angelegt. Heute ist das Schloss etwas ganz Besonderes aufgrund der chinesischen Tapeten. Es handelt sich um Themen, die auf Reispapier dargestellt sind, in China gemalt wurden, und diese Themen behandeln die Teeproduktion, den Reisanbau, die Seidenproduktion und die Porzellanherstellung. Das Wissen über diese Fertigungstechniken stammt von einer Enzyklopädie des späten Mittelalters aus China. Weltweit gibt es nur 4 von diesen erhaltenen Tapeten. Das Schloss ist auch interessant, weil im März das Tulpenfest der wild wachsenden Tulpen dort gefeiert wird und das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen erfolgen. Ganz bekannt ist Govone geworden durch das große Weihnachtsfest, durch den großen Weihnachtsmarkt. Er zieht Leute und Gäste aus ganz Italien und dem Ausland an. Kommen Sie mit und schauen Sie sich ein Schloss quasi ohne Möbel an. Es gibt viel zu entdecken. Wir freuen uns auf Sie.